Ein virtueller Court, spacige Atmosphäre, alles ganz im AEC-Stil. Am Nummer 1 in Linz ist die Griechin Maria Sakkari gesetzt. Die Weltranglisten-Siebte bekommt es zum Auftakt mit der Spanierin Diaz Paritsas, aktuell 75. im WTA-Ranking, zu tun. Sakkari spricht von einem starken Teilnehmerinnenfeld. Ihre Erwartung ist es, vor allem möglichst lang im Turnier dabei zu sein. Die Tschechin Katarina Siniakova bekommt es mit der an Nummer 3 gesetzten Irina Camelia Begu aus Rumänien zu tun. Dennoch kommt sie mit der Hoffnung zu gewinnen nach Linz, denn dafür trainiere sie schließlich hart, meint die 26-Jährige. Mit Sofia Kenin kommt die Siegerin der Australian Open 2020 nach Linz. Ihre Erstrundengegnerin ist die aktuelle 71. der Welt, Jule Niemeyer aus Deutschland. Natürlich keine einfache erste Runde, aber ich habe in New York letztes Jahr gegen sie gespielt und deswegen weiß ich auch, was mich erwarten wird. Es wird definitiv ein schwieriges Match, aber ich habe das Match gewonnen, von daher bin ich auch positiv, was das angeht. Natürlich der Clash in der ersten Runde gegen Sofia Kenin, die Dame, die die Australian Open vor einigen Jahren gewonnen hat. Und das ist sicherlich keine einfache erste Runde, aber die Auslosung ist so ausgeglichen. Also es ist jede Runde irgendwie schwierig. Es ist die Dichte im Damentennis momentan so, so dicht eben, dass jeder jeden irgendwie schlagen kann. Nichts zu gewinnen gab es für die österreichischen Qualifikantinnen. Die Linzerin Babsi Haas etwa scheitert an der Bulgarin Viktoria Tomova. Und das recht deutlich mit 2:6 und 1:6. Damit ist nur Österreichs Nummer 1, die Vorarlbergerin Julia Grabherr, im Hauptbewerb. Dem Linzer Tennisturnier eilt der Ruf eines besonders guten Caterings voraus. Ob Deutsche, Griechin oder Tschechin, aufs Essen freuen sich alle. Yes, I do. I mean, on the tournaments it's really nice and especially here the lunch it's like you can choose from a lot of food, so it's I agree. I mean, Austrian food is very good, you know. I think I heard only, you know, good things about everything about the Linz and I think that. Und ohne eingeschalteter Kamera erfahren wir auch ihre Lieblingsspeise, Wiener Schnitzel.